Hallo Freunde und willkommen zurück zu The Swapper auf der PlayStation 4. Wir sind gerade direkt im neuen Raum gelandet, genau. Da muss ich jetzt selbst gerade nochmal überlegen, aber das hier war, glaube ich, nicht so schwer. Das war, glaube ich, relativ simpel hier das Rätsel. Nee, ich falle jetzt aber hier runter und bin dann tot. Das ist doof. Kurz nochmal. Noch nach hier oben setzen. Glaub, so war das. Genau. Das war dann doch nicht so schwer. Und da haben wir dann jetzt auch die Sphären. So, weiter im Text. So, das haben wir hier alle fertig. Okay, ich würde mal vorschlagen, wir benutzen mal den großen Teleporter. Und jetzt können wir uns hier durch die einzelnen Gebiete teleportieren. Mal gucken, welchen wir am besten nehmen. Wo uns noch was fehlt. Mal den hier und jeden nach da hinten durch. Da fehlen uns nämlich noch ein paar. Ach Mist, hier doch klar. Das Ding kann ich jetzt aufmachen. Kann ich das aber deaktivieren? Jetzt komme ich da immer problemlos durch. Genau. Geradeaus einfach. Dann sammeln wir uns nämlich erstmal ein paar Sphären ein. Vergesse jedes Mal, mir den Timer vernünftig hinzulegen, dass ich den auch im Blick behalte. Okay, wir gehen erstmal nach ganz oben. Na, okay, das hätten wir jetzt nicht gebraucht, aber ist okay. Auch nicht wirklich schwer. Ach, fuck, da kann ich ja gar nicht durchschießen.
Okay, müssen wir nochmal zurück. Also, auf jeden Fall muss da einer hin. Ja, okay. Jetzt habe ich's. Wir müssen vor dem Portal stehen bleiben. So viel steht fest. Dann müssen wir nach Dor. Und da haben wir sie. So, ne? Zurück. Hier hinten waren, glaube ich, alle noch ein bisschen einfacher. Mal gucken, das schaltet den aus. Ach so. Jetzt natürlich die. Ach so, genau, das ist ja der hier unten, der schaltet das ja. Lasset mich kurz überlegen. Nee, das kann gar nicht so funktionieren. Ach, fuck. Hier kriege ich jetzt nämlich keinen hingebastelt. Ah, doch, jetzt weiß ich wieder. Nee, scheiße. Bin gerade so ein bisschen raus. Ah. So. Dann laufen wir mit dem nach dahin. Und schon. Ah, nein. Kacke, jetzt habe ich mich total vertan. Ist nicht so schlimm. Ich hätte mich eben nicht. Wo ist denn jetzt mein Ola Cursor hin hier? Ach da. So, du nach da. Ja, das war jetzt falsch. Und da haben wir sie. Aber wie gesagt, die war jetzt auch nicht ganz so schwer. Ich glaube, hier hinten ist auch ein Bereich, den ich eigentlich schon früher hätte spielen können. Deswegen sind die Rätsel hier in der Ecke auch nicht ganz so kompliziert.
hier haben wir nochmal ein normales Tagebuch. Okay, da ist die Sphäre. Das schaltet den aus. Mist, das habe ich mich vertan, das wollte ich jetzt nicht. Fuck. Ich muss die alle nochmal auflösen hier. Da haben wir sie. Das war auch nicht ganz so schwer. So, dann haben wir jetzt hier hinten in der Ecke auch alle fertig. So, dann können wir jetzt auch zurückgehen zum Portal. Denn hier hinten gab es jetzt auch keinen geheimen Raum mehr. Zumindest nicht, dass ihr wüsst. So, da ist das Portal. So, und damit gehen wir jetzt wohin zurück? Eine Sphäre hatten wir nämlich noch nicht. Nämlich, jetzt muss ich kurz... Nee, ist doof. Ich gehe zu einem anderen Teleporter, nämlich zu dem hier. Das bringt mehr. Hier müssen wir jetzt nämlich einmal... hier links oben wieder raus. Denn eine Sphäre. Ach, das ist jetzt der Scheiß hier. Ich muss jetzt hier nochmal zurück. Da oben ist nämlich eine Sphäre. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die jetzt schon kriegen kann. Verdammt, ich kann ja hier draußen im All jetzt auch keine Klone basteln. Da muss ich lang. Jetzt hänge ich hier an so einem alten Balken fest. Komme ich jetzt hier überhaupt nicht mehr hin? Nee, irgendwie muss ich da ja nachher wieder runterkommen, weil mir fehlt da nämlich eine Sphäre. Naja,
dann halt nicht. Dann hätten wir uns den Weg jetzt auch sparen können. Irgendwie müssen wir aber auf jeden Fall nach da unten zurückkommen. Aber das können wir auch später nochmal probieren. Ist ja nicht so, als ob wir keine Zeit hätten. So, und apropos Zeit. Die Zeit für diese Folge ist abgelaufen. Ich mache hier jetzt Schluss. Ich danke fürs Reinschauen. Viel Spaß beim Kommentieren, Teilen, Liken. Daumen wären Traum. Ihr kennt das ja. Wer nichts verpassen will, darf abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich verabscheue mich.